Ja, ich bin Teja Töpfer, ich bin Gründer und CEO bei Facelift. Mich bringt heute nach Münster die Vorlesung für Innovationsmanagement, in der ich heute Gastredner sein darf. Münster ist für mich insgesamt immer schön, weil ich als Ruderer häufig auf dem Aasee schon gerudert bin und da auch schöne Erfolge gefeiert habe. Deswegen mag ich Münster sehr gerne. Und die Universität besuche ich natürlich gerne, weil ich das erste Mal bin am Lehrstuhl auch von Backhaus, den ich in meinem Studium immer, sage ich mal, lesen musste und ganz viel Literatur von ihm verdauen musste. Entschieden zu gründen habe ich mich durch eine Idee, die ich gemeinsam mit einem Studienkollegen hatte. Und diese Idee hat uns so stark gefesselt, dass wir nicht mehr davon loslassen konnten und gesagt haben, das ist unsere Chance. Leider ging die erste Idee dann aber in die Hose und wir waren so begeistert vom Gründen, dass wir dann mit Facelift nochmal einen neuen Anlauf versucht haben und der hat dann auch geklappt. Also ich würde sagen, es sind zwei Sachen. Das eine ist das ganze Thema Stories, was jetzt von allen Plattformen getrieben wird. Angefangen hat damit ja Snapchat. Und wurde dann recht dreist, kann man sagen, von Instagram und Facebook und jetzt auch WhatsApp und ich denke von allen anderen Plattformen, die in dem Bereich aktiv sind, kopiert. Das ist ganz interessant, finde ich, weil das sehr an das TV-Format, was wir ja alle kennen, also an YouTube auch ein bisschen erinnert, einfach Clips hintereinander. Und das zweite, glaube ich, ist das ganze Thema Privacy, was jetzt auch kommt in Facebook. Was sicherlich viele Sachen verändern wird. Ich glaube, so wie wir Facebook mal kennengelernt haben, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Gutes Marketing ist für mich gutes Storytelling. Ja, eigentlich eine Botschaft, die mir mal ein Professor an der Bocconi-Universität in Mailand auf den Weg gegeben hat, als ich ihn gefragt hatte, was ich denn nach dem Studium machen sollte. Und er hat gesagt, follow your heart. Und ich glaube, ich hatte es ja auch heute in der Vorlesung gesagt, es ist ganz wichtig, wirklich zu verstehen, was ich als Person wirklich möchte und was ich gerne machen möchte. Und ich glaube, jeder ist gut daran beraten, nicht harte Arbeit, Erfolg, Glück als Maxime zu sehen, sondern genau andersrum. Erstmal Happiness, selbst glücklich sein mit dem, was ich tue, dann bringt das Arbeiten von alleine Spaß und dann kommt Erfolg auch von selber. Instagram, E-Scooter, Netflix. Außenalster.